Hallo meine Krypto-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Der Bitcoin ist von gestern auf heute auf über 65.000 US-Dollar angestiegen und wir werden uns mal in diesem Video anschauen, was die Hintergründe für diesen Anstieg sind und wie es natürlich in den nächsten Wochen weitergeht. Zunächst erstmal zur Makrolage. Da sind frische Daten aus der Eurozone und aus China reingekommen. Die schauen wir uns zuerst an. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei die Fische machen. Gehen wir rein. Und zwar, wir sehen hier die Inflationsdaten aus der Eurozone. Die monatliche Veränderung liegt bei 0,2%. Im Prinzip wie im Vormonat und wie zur Schätzung. Die Headline-Inflation liegt übrigens bei 2,5%. Die schauen wir uns auch gleich noch an. Die Kerninflation bei 2,9%. Ja, also man sieht es hier auch wieder, die Inflation in der Eurozone tut sich schwer. Die Notenbank bekommt sie nicht runter. Ja? Wenn wir uns die Headline-Inflation anschauen, dann sehen wir das Bild. Ja, wir sind im Vergleich zum Vormonat etwas gefallen auf 2,5%. Ja? Wenn wir aber rauszoomen, ja, dann sehen wir, dass wir eigentlich seit Ende letzten Jahres hier stagnieren, was die Inflation angeht. Ja? Also man schafft es hier nicht, trotz der Rezession, die man erzeugt hat, die Inflation entsprechend runterzubringen. Ja? Gehen wir weiter. Wir haben gleichzeitig hier eine Meldung bekommen, und zwar die deutsche Regierung hat hier das Kompaktmagazin verboten. Ja? Der helle Wahnsinn, das ist doch eine tolle Demokratie in Deutschland. Man braucht kein Gerichtsverfahren oder sonst irgendwas, sondern die gute Nancy, die kümmert sich um dich, welche Informationen du zu Gesicht bekommst. Ja? Also die regierungskritischen Informationen, na, die sind nicht so gut, aber wenn es entsprechend Agenturen gibt, ja, oder Medien, die regierungsfreundliche Informationen verbreiten, die darfst du natürlich gerne sehen. Ja. Dazu gehören natürlich auch die Bankkonten, die entsprechend geblockt wurden und so weiter und so fort. Ich denke, man hat es auch auf YouTube mitbekommen können. Es gibt übrigens einen YouTube-Kanal auch von Kompakt. Kann sich ja mal jeder selber anschauen, was die Regierung wohl dir vorenthalten möchte. Natürlich nur zu deinem Guten. Ist ja klar. Gehen wir weiter. Und ein weiterer YouTube-Kanal auf 1, ja, der auch regierungskritisch ist, dem wurden jetzt die Bankkonten gekündigt. Ja? Von heute auf morgen, zack, kein Zugriff mehr auf das Bankkonto. Ja? Und dementsprechend wird letztendlich ja einem bei so einem Schritt die Existenzgrundlage entzogen. Ja? Also auch hier meine Empfehlung, gerne mal auf den YouTube-Kanal auf 1 schauen und mal schauen, was die Regierung nicht möchte, dass du siehst an Informationen. Ja. Generell zu auf 1 oder zu, zu dem Kanal. Also grundsätzlich ist es aus meiner Sicht ein sehr guter Kanal, wo man mal andere Perspektiven bekommt im Vergleich zu den klassischen Mainstream-Medien. Und die Mainstream-Medien sind ja inzwischen schon so unterwegs, dass man sich das gar nicht mehr anschauen kann. Aber wir sind ja in einer Demokratie, ne? Da dürfen andere Kanäle, die hier regierungskritisch sind, nicht so erlaubt sein, ja. Und hier noch der Punkt, also es werden immer Bankkonten blockiert und die Frage, die man sich hier stellen muss, ah, die Bankkonten werden blockiert. Wer kontrolliert die Banken nochmal? Wer kann für so eine Entscheidung sorgen? Sind das die gleichen, die auch die Notenbanken kontrollieren? Sind das die gleichen, die auch die großen Vermögensverwalter kontrollieren? Das ist hier der springende Punkt. Also man möchte hier die Opposition in den Medien sozusagen zerstören, nachdem man das natürlich auch gerne mit Parteien macht. Ja. Gehen wir weiter und wir kommen jetzt zur Thematik Liquidität. Und ich hatte es im Video gestern angekündigt, die chinesische Notenbank hat angekündigt, hier Liquidität entsprechend wieder dem System hinzuzuführen. Und wir sehen es hier,
Direkt gestern nach dem Video kam die Meldung raus, die People's Bank of China, also die chinesische Notenbank, hat hier 100 Milliarden US-Dollar über die Reverse-Repo-Programme in den Bankensektor gegeben. Ja, und das ist natürlich gut für den Bitcoin. Wir sehen es hier, und zwar einen ordentlichen Spike gab es hier von der chinesischen Notenbank. Ja, und ja, dementsprechend war das sicher auch ein wesentlicher Treiber für den Bitcoin-Anstieg. Es ist natürlich nicht der alleinige Treiber, weil es natürlich auch andere Notenbanken gibt und auch immer das Thema Angebot-Nachfrage, Stichwort Mt. Gox-Verkäufe und so weiter und so fort eine Rolle spielt. Aber es ist sicher ein Einflussfaktor. Ja? Und diese Liquiditätszufuhr dürfte auch in den nächsten Monaten anhalten. Ja? Deswegen, oh Wunder, steigt auch Gold auf Rekordhöhen, hat ein neues All-Time-High ausgebildet, steht bei 2473, ja, und im Prinzip hat es hier den gleichen Zeitpunkt gehabt mit dem Anstieg wie der Bitcoin, ja. Also, man sieht auch immer, Gold ist eigentlich auch immer ganz interessant drauf zu schauen, ja, weil man sieht hier, diese Anstiege laufen ziemlich parallel zum Bitcoin-Anstieg. Ist auch kein Wunder, weil letztendlich das Ganze nicht immer nur kryptospezifische Sachen sind, Angebot, Nachfrage, sondern der Money Printer, das Gold nach oben treibt und dann auch natürlich gleichzeitig den Bitcoin nach oben treibt. Wir sehen es hier, diese Wellen oder auch letztes Jahr, Oktober, November, ja, wo hier Gold ansteigt. Und das, diese Wellen, da kann man ja im Prinzip den Bitcoin ziemlich gut drüber legen. Ja? Also die Korrelation ist hier schon hoch. Gehen wir weiter, und Fabian Wintersberger schreibt hier, Profit or wage growth doesn't fuel inflation. The expansion of the money supply works its way through the economy. At first, businesses face rising demand and can charge higher prices. Then workers demand a raise to receive their fair share. Ja? Also, es gibt hier auch andere Leute, die das erkennen, dass möglicherweise nicht die Lohnsteigerungen für die Inflation verantwortlich sind, ja, oder die Gewinnsteigerungen, ja, sondern, und wir sehen es hier, der Money Printer die Ursache für steigende Inflationsraten sind. Ja, also ganz interessant, an der Uni wird ja immer das Gegenteil erklärt, häufig, ja, an den Universitäten, aber auch bei Banken, bei Vermögensverwaltern und so weiter, gerne natürlich auch in der Politik, wird das Mantra versucht aufrechtzuerhalten. Ja, die Löhne treiben die Inflation, ne? Weil du zu viel Gehalt forderst, deswegen steigt die Inflation. Ne? Also ist klar. Ja? Also die Frage ist, möchte man hier bewusst einer Personengruppe, nämlich den Arbeitnehmern, die Schuld für die Inflation hier in die Schuhe schieben? Das könnte die dahinterliegende, ja, Frage sein, die man sich stellen muss. Aber ganz interessant, auch Fabian Wintersberger, diese Zusammenhänge werden immer offensichtlicher und immer mehr Menschen merken, wie der Hase läuft. Ja? Gehen wir zur US-Notenbank, und wir sehen hier die Netto-Liquidität der Fed, ja, und wir sehen, dass die jetzt Anfang Juli, ich hatte es ja schon angekündigt, dass sie wieder ansteigt, ja, und was sehen wir hier? Seitdem steigt auch der Bitcoin an. Also es ist ein Orchester, was immer schön im gleichen Rhythmus läuft, und zwar nicht nur die US-Notenbank oder die chinesische Notenbank, sondern auch die EZB, die Bank of Japan, die englische Notenbank und so weiter und so fort. Alle laufen im gleichen Rhythmus, und das bedeutet für die nächsten, ich hatte ja gesagt, 6 bis 8 Wochen, dass wir hier wieder mehr Liquidität rein ins System bekommen, und wir sehen, der Bitcoin reagiert schon seit Anfang Juli. Was für ein Zufall! Das ist, da gibt es bestimmt keinen Zusammenhang, ja, und wir sehen auch hier das Muster, ja, die Netto-Liquidität, ja, wie der Bitcoin hier entsprechend dieses Muster nachbildet. Also, hier ist definitiv eine gewisse Korrelation vorhanden. Natürlich keine perfekte Korrelation, aber eine gewisse Korrelation.
Gehen wir weiter zum Bitcoin Spot ETF und wir hatten gestern einen brutal starken Tag beim ETF in Zuflüsse in Höhe von 422 Millionen US-Dollar. Wir sehen, Grayscale hat wieder eine schwarze Null geschrieben, die ja sonst ganz gerne Good Old Germany schreibt. Ja, das Kaputtsparen hat sich immer gelohnt, vor allem wenn man in einer Währung gefangen ist, wo die anderen die Schulden machen und ihre Infrastruktur sanieren. Das ist doch eine schöne Sache. Gehen wir weiter und wir sehen, Daddy BlackRock hat besonders Hunger gehabt. 260 Millionen, also ein ordentlicher Zukauf hier von BlackRock, Fidelity 61, Bitwise, ARK und so weiter und so fort. Die anderen haben übrigens auch alle zugeschlagen, wenn man sich das mal anschaut, bis auf Grayscale. Ja? Also von daher, hier scheint dieser Aufwärtstrend vom Bitcoin bei den ETFs durch eine gewisse breite Masse getragen zu sein. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wir werden uns natürlich auch noch andere Retail-Kunden außerhalb des ETFs gleich anschauen. Zunächst erstmal, um hier mal die Zahlen zu sehen, wie viele Bitcoin wurden denn gestern gekauft? Daddy BlackRock 4000, Fidelity knapp 1000 und so weiter und so fort. In Summe wurden 6600 Bitcoin über die ETFs gekauft. Ja? Gemeint werden ja aktuell 450. Gehen wir weiter, schauen uns das Ganze grafisch an und es geht doch hier schön in die richtige Richtung und ich erwarte, dass sich das Ganze fortsetzt, mal mindestens bis Mitte, vielleicht sogar Ende August, vielleicht sogar in den September hinein. Es hängt nämlich am Ende vom Money Printer ab und den werden wir hier auf diesem Kanal ganz genau beobachten. Ja, also gehen wir weiter und wir sehen jetzt, dass bei dem Dip, wo wir waren, bei 53.000 US-Dollar, noch 76% der Investoren im Profit waren. Derjenigen, die über die letzten 4 Jahre gekauft haben. Viele haben natürlich auch hier während dem Bärenmarkt eingekauft und waren dann hier entsprechend bei dem Dip auch noch im Profit. Das heißt, über alle Investoren hinweg waren bei diesem Dip noch 76% im Profit. Das heißt, mehr als 3/4 waren hier noch im Profit. Und deswegen war das auch keine sonderlich gefährliche Situation, ja, weil die meisten entsprechend noch viel günstiger eingekauft haben. Ja. Und diese Linie hier bei 76%, da sehen wir, dass die auch im letzten Bullrun, ich schiebe das mal hier rüber, hier entsprechend eine Unterstützungszone war, ja, wo wir ja auch jetzt runtergelaufen sind und dann wieder hoch. Und dasselbe war im letzten Bullrun der Fall. Und im Bärenmarkt sehen wir, dass das ein Widerstand immer wieder war oder häufig zumindest war. Ja, also eine kritische Schwelle, ab der es entweder nach oben oder nach unten zu gehen scheint, beziehungsweise hier waren wir auch schon in einem Aufwärtstrend, aber wir konnten die Schwelle nie überschreiten. Das heißt, aus dem Widerstand ist jetzt allerdings Support geworden. Ja? Also von daher alles gut. Ja? Diese Korrektur passt ins Bild. Gehen wir weiter und jetzt kommen wir zu den Retail-Investoren und zwar den kleineren Investoren, die zwischen 0 und 10.000 US-Dollar investiert haben. Ja? Und wir sehen, dass hier bei Retail, dass die doch alle schlafen. Ja? Also sind alle weg, die haben wahrscheinlich EM geschaut oder machen irgendwas anderes. Ja? Und das Interesse ist hier noch sehr, sehr niedrig, obwohl der Bitcoin hier schon, ich sag mal, 12.000, 13.000 US-Dollar angestiegen ist. Ja? Also das sehen wir, die kommen dann erst, wenn es dann teuer ist, ne? Wenn der Bitcoin vielleicht bei 80.000 oder 90.000 US-Dollar ist. Übrigens, diesmal sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Ich bin da positiv gestimmt, dass wir das alte All-Time-High diesmal übertreffen und nach oben ein neues All-Time-High ausbilden. Das müssen wir aber abwarten. Warum bin ich so positiv gestimmt? Weil wir jetzt schon bei über 65.000 US-Dollar sind und das alte All-Time-High ist ja jetzt nicht mehr weit. Gleichzeitig wird die Liquiditätszufuhr voraussichtlich bis Ende August mal mindestens anhalten von den Notenbanken, vor allem auch von der US-Notenbank.
Und dementsprechend könnte hier der Aufwärtstrend sich immer weiter fortsetzen. Und da wir jetzt schon so stark angestiegen sind, könnte es sein, dass wir das alte All-Time-High schneller knacken, als die meisten denken. Müssen wir aber an der Stelle abwarten. Ich bin da noch vorsichtig, was das Ganze angeht. Gehen wir weiter und wir sehen hier noch eine Meldung, und zwar, dass jetzt auch von Bloomberg die offizielle Meldung rauskommt, ja, dass der Ethereum ETF am 23. Juli startet, also an den Handel geht. Nächste Woche Dienstag ist es soweit, ja, und dann kann der Ethereum ETF gehandelt werden. Manche denken, es ist ein heftiges Sell the News Event. Ich denke, unabhängig von Ethereum werden wir mit dem Bitcoin weiter ansteigen, weil die Liquidität, das Liquiditätssetting auch entsprechend weiter ansteigt. Und wir laufen übrigens auch zu den US-Präsidentschaftswahlen. Das sind ja auch die Monate, die mit ausreichender Liquiditätszufuhr in der Regel gekennzeichnet sind. So viel von meiner Seite aus. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen diese Informationen erhalten. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen. Und zwar, folge immer dem Money Mentor. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.